One-Taker der Woche. Ich nehme euch jetzt wieder mit, komplett ungeschnitten, einfach nur frei Schnauze, auf den Weg in meinen Food Forest und erzähle euch dabei ein bisschen, was für Projekte jetzt anstehen. Ihr wisst, dieser Gästebereich ist jetzt fertig. Kleiner lustiger Fun-Fact, beim letzten Video habe ich euch erzählt, dass jetzt hier Volunteure kommen, eine Woche bleiben. Und dann bin ich in die Stadt gefahren zum Busbahnhof, um sie abzuholen. Und tatsächlich, sie kommen erst in 2 Wochen. Ich habe mich mit dem Datum vertan und habe das dann ein bisschen verpeilt. Das heißt, ich bin jetzt noch 2 Wochen hier und bin jetzt am Überlegen, wo werde ich schlafen, wenn meine Gäste kommen. Werde ich wieder in mein Auto zurückziehen? Ihr wisst, ich lebe ja 3 Jahre in meinem Auto. Ich würde lieben gerne eigentlich. Das ist schon mal grundsätzlich die Sache. Das Problem ist, mein Land ist mit dem Auto nicht anfahrbar. Nur diese Stelle da oben. Und deshalb bin ich jetzt am Überlegen, hier schon mal mein Baumaterial rüberzubringen, mir dort ein Shelter zu bauen. Und die Wahrscheinlichkeit steigt immer mehr und mehr. Weil das muss sowieso alles rüber. Daraus will ich ein Haus bauen. Das heißt, am Ende des Jahres sogar sollte das alles drüber sein. Das Holz habe ich ja vor 1,5 Jahren gefällt und getrocknet und über ein Lagerfeuer angefackelt und so weiter. Es ist trotzdem leider ein bisschen geschimmelt, das heißt, ich muss das nochmal ein bisschen nachbearbeiten. Aber ansonsten werde ich das Holz dann auch verwenden. Und ja, jetzt bin ich nur am Überlegen, weil ich fliege in 3 Wochen nach Deutschland. Soll ich mir jetzt den Stress geben und versuchen, innerhalb von 1,5 Wochen sowas ein Shelter zu bauen? Das wird dann wirklich so ein richtiges Bushcraft-Shelter. Oder soll ich entspannt machen und hier, genau, jetzt sind wir gerade hier, hier müsste ich dann schlafen. Wir sehen hier die Offroad-Straße, das heißt, hier ist auch Verkehr, die Jäger. Ich sehe hier mindestens 2-3 Mal die Woche die Jäger. Und ja, gerade wenn ich da parke, ich... Ups. Na? Das ist ein Uncut-Video, deswegen seht ihr das jetzt auch. Ich muss drauf aufpassen, dass mein Finger nicht am Mikrofon ist. Aber ja, ich habe heute Nacht wieder Schüsse gehört. Das heißt, die Jäger sind unterwegs. Und wenn die mich dort in dem Auto sehen, sind die nicht so erfreut drüber. Vor allem mit einem Hund, der die Wildschweine verjagt. Ja, deswegen da bin ich jetzt immer mehr dazu. Deswegen neige ich immer mehr dazu, mir jetzt ein Shelter zu bauen. Und ich habe auch richtig Bock drauf, muss ich sagen. Mir kribbeln schon so richtig die Finger. Ich will aus Steinen und dem Steinmehl ein richtig geiles Bushcraft-Shelter. Also nicht nur so, ich sag mal, Seven vs. Wild-Style, wo man so überlebenstechnisch mäßig einfach nur Bretter aneinander macht, sondern wirklich mit Moos abdichten und allem drum und dran. Ein weiterer kleiner Nachteil dabei wäre, dass ich dann so beschäftigt mit meinen Bauprojekten wäre, dass ich mich dann wahrscheinlich kaum noch auf YouTube konzentrieren kann, kaum noch auf Airbnb oder Gäste, kaum noch auf mein Leben, weil das Material zu bringen wäre zum Beispiel ein Riesen-Act. Und jetzt kommen wir auch schon zu der ersten Stelle, wo ich am Überlegen bin, ein Bushcraft-Shelter zu bauen. Hier rein. Da könnte ich dann, hier sind schon Steine und alles, ist schon alles wunderbar vorbereitet. Und ich habe hier schon mal gelebt. Dort habe ich mir was Schönes gemacht. Ich zeige es euch jetzt. Das ist jetzt wie ein Live. Mal gucken, ob es das noch gibt. Vor 1,5 Jahren. Das fand ich so ein schöner, schattiger Ort. Ja, da sieht man auch den Stein. Da saß ich dann tatsächlich hier. Und ich weiß noch, welches Buch habe ich gelesen? Von Tony Robbins. Das Tony Robbins Power Prinzip habe ich dann hier gelesen. Oh Mann, dieses Land, das hat so unendlich viel Potenzial. Ich will hier ein wirkliches Paradies erschaffen. Und jetzt gerade, wo ich dieses Video drehe, fällt mir das wieder auf. Und ich weiß ganz genau, dass es jetzt noch mal viel, viel geiler wird. Schaut es euch an. Oh mein Gott, ich krieg so Glücksgefühle jedes Mal, wenn ich hier hochgehe. Und hier ist kein Haus. Das ist alles Natur. Da hinten sieht man eine Steinfabrik, aber nur montags bis Freitag aktiv. Mann, oh Mann, ist das schön. Und jetzt würde ich sagen, laufen wir mal zu meinem Haus. Das ist übrigens der Weg, den ich jeden Morgen nehmen muss. Na, erkennt mal, was es sein soll. Das ist ein Hühnerstall. Der Baum ist ein Hühnerstall. Hier will ich dann einen Käfig drumherum bauen. Mal gucken, wie das abläuft. Eventuell kommen ja 2 geile Helfer,
Kai und Eugen dieses Jahr. Und dann müssen wir mal gucken, wie viel fleißige Hände wir sind und wie viel wir gebaut bekommen. Oh, hier sind wieder Wildschweinspuren. Aber die sind schon ein bisschen älter. Aber ja, dieses Jahr wird auf jeden Fall mit dem Hausbau angefangen. Nächsten Montag kommt ein Umweltarchitekt hierher. Der bleibt hier 6 Tage. Und genau, da erhoffe ich mir, dass er vielleicht ein paar Bauzeichnungen für mich machen kann. Weil hier soll das Haus hin. Versuche mal mit meinem Schatten euch zu zeigen. Ja, ich glaube, da lohnt sich schon fast ein ganz eigenes Anker zu machen. Aber ja, hier kommt auf jeden Fall das Haus hin. Hier habe ich im Winter schon übernachtet. Das Ziel ist, hier eine Terrasse zu haben. Da, wo die Paletten liegen, das ist dann praktisch nur unter einer Terrasse. Die Terrasse geht dann bis da, wo mein Hund ist, oder bis da, wo die Felsen sind. Und das heißt, dieser ganze Bereich will ich im Prinzip auch überdacht haben. Weil für eine Terrasse braucht man keine Baugenehmigung. Und das eigentliche Wohnhaus wird dann auch den Gesetzen entsprechend nur in Tiny House Größe sein. Das heißt, mein eigentlicher Wohnbereich wird dann 20 bis 25 Quadratmeter. Aber die Terrasse, das werden dann, was sind das? 10 mal 3 Meter, 10 mal 4 Meter, 40, 50 Quadratmeter. Muss ich mal gucken. Und hier bin ich jetzt am Überlegen, meinen Shelter zu bauen. Was denkt ihr? Wisst ihr, was ich richtig geil finde? Seht ihr das? Diese Einkerbung. Die haben hier vor, ich weiß nicht wann, letztes Mal wurde es 1988, wurde das Land letztes Mal benutzt. Das heißt vor, 46 Jahren. Und hier ist auch so eine Einkerbung. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie hier einen Holzpfeiler hatten. Hier einen Holzpfeiler hatten, dass hier praktisch die Tür war und dass man dann hier rein konnte und dann keine Ahnung, was man hier gemacht hat. Das ist echt ein Mysterium, weil man sieht, auch hier wird scheinbar öfter Lagerfeuer gemacht. Und das ist dann auch meine Idee, dass ich das hier richtig professionell zumache mit den Steinen und Steinmehl und so weiter. Und dann kann ich da eine Lagerfeuerstelle machen, da wo mein Hund gerade ist, kann ich übernachten. Dann würde ich jeden Morgen mit dieser Aussicht aufwachen. Ich hatte das schon, wo ich mein Land gekauft habe. Wie gesagt, da unten sind die Paletten. Und das ist ein Projekt, wo ich sehr motiviert bin, es zu machen. Aber ich weiß nicht, ob ich genug Zeit dafür habe. Weil das wäre dann mein erstes Projekt für das Haus, wäre hier einen Arbeitsbereich zu machen. Das heißt, bevor es an den Hausbau geht, will ich bis Oktober, November, früher September ungefähr dieses Jahres hier einen Arbeitsbereich haben. Und dann sollte man hier arbeiten können. So. Und dann ist es auch endlich viel einfacher für mich, den Garten zu bewässern. Weil stellt euch vor, ich würde hier schlafen und hier ist mein Food Forest. Weil das ist schon ein bisschen nervig, muss ich sagen, jeden Morgen hier den Fußweg zu laufen. Ja. Dann war es das mit den Uncut. Habt ihr irgendwelche Fragen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Dann gucke ich, dass ich jeden Mittwoch euch einfach so ein simples Video mache, hochlade und euch dann hoffentlich genug und spannende Informationen geben kann. Weil ja, hier wo ich jetzt laufe, das wird die Baustelle oder der YouTube-Content für nächstes Jahr. Dieses Jahr war es ja der Gästebereich und nächstes Jahr wird es dann mein Hausbau.